gar keinen, der echt top ist. Sarah Lager steigt ein. Das ist ihre Paradedisziplin, kann man sagen. Sie ist österreichische Meisterin im Weitsprung. 45,15. Aber der war ungültig, der erste. Wir sehen die rote Fahne. Auch hier natürlich das Ganze mit Gegenwind nicht einfach. Hier gibt es gleich das Feedback. Auch eine Besonderheit von Götz ist, man ist ganz nah dran mit den Betreuern, mit der Familie zuschlagen kann. Sarah Lager, erster Versuch ungültig. Schaut sich da nochmal mit dem Rasen an, woher kommt der Wind. Das ist natürlich wirklich entscheidend, ob Rückenwind, ob Gegenwind. Das ist immer leichte Bewegung, auch leichter Wechsel. Und das kann natürlich die Anlaufgeschwindigkeit und Anlauflänge stark beeinflussen. Man hat sich einspringen dürfen. Aber wenn das dann wechselt, mal schauen. Jetzt sollte ein Sprung in die Wertung kommen für Sarah Lager. Sie hat ihn gut erwischt und war nah an die 6 Meter. Er ist auch gültig. Ich würde jetzt mal schätzen mit freiem Auge zwischen 5,90 und 6. Kommt natürlich auch auf den Winkel an, wie man drauf schaut. Ja, aber jetzt im Vergleich mit der Weltelite 5,91 Meter. Sie kann mehr, aber sie hat jetzt einmal nur noch 40 cm zu ihrer Bestmarke. Also es passt schon auf jeden Fall. Ja, drei Versuche können ganz schnell sehr wenig und sehr knapp werden. Wir haben zwar jetzt schon alle Athletinnen mit Leistungen in der Wertung, aber viele davon nicht so nah dran wie Sarah Lager an der Bestmarke. Ja, immer noch ungewohnt natürlich. Hier ihr großer Auftritt. Die Rio-Chance lebt. Und das intensiv arbeitende Betreuerteam ist da natürlich auch erleichtert, denn man arbeitet auf das ganz große Ziel hin. Und jetzt noch ein kurzer Klaps für Sarah Lager. Die hat mit 5,91 Meter auch schon echt gut abgeschnitten. Und sie kann sogar mehr. Was kann sie im letzten Versuch machen? Ah, einen Übertritt. Jörg Wertner schaut auch aus nächster Nähe zu und damit bleibt es bei den 5,91 Meter. Technisch sicher noch sehr viel drin und trotzdem schon so weit. Mit dem rechten Fuß übertreten und da gibt es natürlich noch Möglichkeiten. Aber Zeit ist genug für Sarah Lager und ihren Papa Ernst, der da auch natürlich sofort berät, zuschaut, hilft und motiviert. Das ist absolut in Ordnung für das Debüt der 16-Jährigen hier in Götzis. Bravo, Sarah.